YouTube. Heute ist der letzte Tag. Heute haben wir den 28.05. Heute ist der letzte Tag, wo man diese Alpha, Beta, was auch immer spielen kann. Und ich dachte mir, hey, hauen wir nochmal richtig rein. Legen wir nochmal im Livestream so eine richtig schöne, lange, dicke, fette Session hin. Ich bin der Letzte. Alle warten mal wieder auf mich. Kommt auf Twitch, Link dazu in der Videobeschreibung. Ansonsten bewerten, kommentieren eure Meinung zu diesem Spiel. Ich will es jetzt sofort in den Kommentaren lesen. Jetzt sofort. Lecker Teenies. Alter, ich spiele zum allerersten Mal den Koch. Den habe ich noch nie gespielt. Den habe ich noch nie gespielt, den Koch. Das ist für mich das allererste Mal, aber ich muss erstmal das Haus hier sichern. Wie jetzt? Der Opi ist schon wach? Oh, kommt schon, Leute. Der Opa ist schon wach. Und er brüllt schon rum und unten im Keller sind die Kids. Sag mal, diese Blutschalen, sind die random? Nee, hier steht immer einer, aber in dem Eck steht doch normalerweise auch eine. Der Koch, ey. Steht hier nicht normalerweise auch eine Schale? Oder bin ich komplett high? Ach guck mal, der kann 20 Blut aus so einem Ding rausnuckeln. Geiler Typ. Blut genommen. Okay, wollen wir ein Schloss anbringen? Ja, nice. Geil, Mann. Das Ding ist zu, der Mann sichert. Der Mann sichert dir die Bude. Ja, falls irgendjemand auch hier das Spiel spielt, ihr seid immer herzlich eingeladen, aber so wie ich meine Community kenne, spielt es niemand. Ich habe nämlich eine passive Community. Selber spielen doof, bei Keys zugucken, geil. Weil man hat ja mich, ich spiele ja für euch dementsprechend, ne? Ist immer eine bessere Entscheidung. Großvater ist in Gefahr, what? Du böser, böser Mann! Oh, der hat ja gar keine Ausdauer, der Dude. Ich habe aber einen Haufen Blut in der Hose. Wo ist denn der hin? Ist er da rein? Nee. Psst, oh, was ist hier oben? Sicherungskasten. Ist der hin? Ist der hier durch? Wow, 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 wow. Okay, ich liefere erstmal das Blut ab. Aber wie gesagt, erste Runde mit dem hier habe ich noch nie gespielt. Ja, das ist so meine Community. Kein Bock auf Spielen. Aber ich schaue gerne zu, wie du spielst, Kies. Komm schon. Lederjunge. Alter, er hat sie. Er hat sie durch die Tür. Geil, Mann. Ey, lasst meinen Großvater in Ruhe. Bam. Bam. Dem habe ich aber nochmal gut mitgegeben. Ich spiele andere Spiele, wie Zugucken, das Game. Wallpaper Engine, das zocke ich jeden Tag. So, Opa ist schon mal geboostet. Direkt hier eine neue Kelle mitgenommen.
Der Koch ist leider nicht so sportlich. Der hat wenig Ausdauer, wie man sieht. Wo sind sie nur, diese Kinder? Was mache ich nur mit diesen Kindern? Ja, ich weiß, ich habe eine Lurk-Community. Ich habe gelernt, damit zu leben. Ist in Ordnung, Leute. Ist in Ordnung. Es ist okay, nur zuzugucken. Man muss ja nicht selber spielen. Bei dem Wetter, bei der Hitze. Wer will da schon selbst spielen, ne? Hätte ich auch keinen Bock. Viel zu warm. Er ist schon cool, der kann hier alles zurammeln. Der Dude. So, OP. Das ist noch nicht genug. Was, er ist von der... Wo? Wo? Unten oder wie? Okay, warte, ich komm. Alter, er hat mich umgestoßen. Der Sack. Der hat mich einfach weggeprügelt. Wo ist er hin? Aha. Aha. Was, ich kann da nicht durch? Ich bin zu fett. Ah, come on. Toll, der ist weg. Der ist weg. Aber hier kann er durch. Ah ne, das kann er zumachen. Was? Was? Großvater, nein! Ey. Ich bin doch nur ein alter Mann, der Süppchen machen will. Jage das letzte Opfer. Okay, ist er tot? Haben die den? Okay, Opa geht's wieder gut. Aber ich habe super Ohren wegen meinem neuen Hörgerät. Das neue Hörgerät von Dr. Schwengelgold. Und der ist geflohen. Okay, den muss ich... Den muss ich unbedingt mal lernen, der hier. War meine erste Runde als Koch. Den habe ich nie bekommen. Bis jetzt habe ich ihn noch nie gehabt, den Koch. Ja, die haben uns die Hosen lang gezogen. Die haben uns richtig geschändet. Na, mal sehen. Ich würde gerne mal wieder Überlebender spielen. Ich habe es so eingestellt, dass ich beides werden kann. Eigentlich ist die Chance ja sogar höher, dass man Überlebender wird. Weil da hat man ja 4 Slots. Geilo King schreibt, ach, das ist doch der aus DBD. Willst du mir gerade erzählen, dass du denkst, dass Leatherface ursprünglich aus Dead by Daylight kommt?
Muss ich jetzt wirklich solche Kommentare demnächst erleben? Oh Mann, mein Leben ist echt die Hölle. Mein Leben ist echt die Hölle, ne? Das ist doch der, den sie in DPD erfunden haben. Das wird die Hölle. Ist das eine DBD-Ableger-Variante? Weil der ist ja aus DBD. Da kann ich eigentlich gleich vom Turm springen. Ja, das ist doch der aus Fortnite. Das hört man ja auch dauernd. Das ist doch der aus Fortnite. Auch immer gut, Leute, die nicht wissen, dass die Avengers mal ein Comic waren. Das ist auch immer super. Ach, das war mal ein Comic. Ah, okay. Ja, Spider-Man wusste ich so, aber ich hatte keine Ahnung, dass die ganzen Avengers ein Comic sind. X-Men ist auch ein Comic. Okay, ich dachte, es gibt nur Batman, Superman und Spider-Man. Andere Comics kenne ich nicht. Und natürlich Mickey Mouse. Ist das sowas ähnliches wie Mickey Mouse? Marvel macht Comics? Ja. Also Guardians of the Galaxy wussten viele nicht, dass es ein Comic ist. Ein Comic ist ein dünner Manga. So muss man das heute erklären. Was ist ein Comic? Ein dünner Manga. Mangas kennt nämlich irgendwie jeder. Das finde ich auch sehr interessant, dass man in der westlichen Welt Comics nicht so gut kennt, aber Mangas und Animes, da sind die Leute super informiert. Das haben die echt drauf, die Leute. Ich glaube, mehr Leute kennen Mangas als einfach nur, wenn ich den Leuten sage, ein Buch. Was ist ein Buch? Ein Manga. Was ist ein Manga? Ein Anime in Papierform. Ah, verstehe. Überlebender. Wie ist alles so rumglitscht in dem Spiel, ne? Oh ja, Baby. What's going on? Ich bin erst mal im Dickdarm gelandet. Boah, hier unten muss es richtig stinken, ne? War der dritte Teil der Teil mit Matthew McConaughey? Wo es am Ende irgendwie so ein Regierungsprojekt war oder sowas, die Familie. Wo es dann so ganz weird wurde, ich weiß es gar nicht mehr. Nur der erste Teil war richtig gut. Der zweite war so, joa. Ich brauche einen Dietrich. Aber wo kriege ich einen her? Oh nein. Come on, Anna. Wie kann der Koch mich dauernd hören hier mit seinen Lauschangriffen? Komm schon. Ja, die Michael Bay-Version war ganz in Ordnung von Texas. Die war ganz cool. Aber diese Netflix-Version fand ich nicht so geil. Klar, die Gewaltszenen waren ganz nett. Aber mehr hatte es nicht. Da fand ich Michael Bay seine Variante cooler. Oh Gott. Leck mich am Ärmel.
Die hat aber auch ganz schön Bubas, ne? Die ist gut ausgestattet, die Leiche. Und sie ist noch warm. Boah, jetzt wird's schwer. Hat er schon jemanden erwischt? Nee. Warte, was geht ab? Boah, das dauert so ewig. Speichert er das eigentlich, wenn man eins gelöst? Tschüss! Speichert er das? Ich habe keine Ahnung. Mann, dann mache ich jetzt auf Lärm. Batschen wir das Ding hier auf. Oh, er kommt hier schon wieder. Boah. Geh weg. Oh no. Oh no! Oh no! Oh, bo, 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 bo. Geh durch! Oh Gott! Das ist so. Mama braucht eine Pause! Was? Wie kann der da durch? Wie kann der da durch? Oh, verflucht! Fokus! Oh, ich habe keine Chance. Wie konnte denn der eine da durch? Ey, es gibt's nicht. Alter. Boah, haben die da unten zugemacht, ne? Ich bin der Einzige, der gestorben ist. Nice. Nice, nice, nice. Ich bin der Einzige, der gestorben ist. Ist da hinten offen, oder wie? Yo! Psst. Hey! Aber wie ist Leatherface denn da durch? Ich bin da durch diesen Spalt. Ja, die sind alle weg. Habe ich gerne gemacht, Leute. Habe ich gerne gemacht. Operation Lockvogel war mal wieder ein voller Erfolg. Gern geschehen. Oh nee, jetzt macht ihr noch einen auf Helden. Och, bitte nicht. Bitte nicht. Oh, komm schon. Mach nicht einen auf Helden. Mach nicht einen auf Helden. Oh, das nervt. Alter, das nervt. Alter, jetzt geh doch raus. Oh Mann. Ich hoffe, sie stirbt.
Ich hoffe, sie stirbt. Es wäre echt nice, wenn sie jetzt noch sterben würde. Können die überhaupt hier in den Bereich hin? Ey, grinden lohnt sich doch eh nicht, weil es kein Level gibt. Oh. Ah, come on. Ja, ja, es wird auch wieder wie bei Freitag der 13. werden. Das wird wieder so hart getrollt, das Game. Und es wird wieder so zu einer Affennummer. Ich wette auch, dass man wieder dieselben Hacks verwenden kann. Und dann werden wir genau das erleben, was wir in Freitag erleben oder in all diesen Spielen. Es wird ein ganz, ganz kleiner Kern geben, der vernünftig spielt. Der Rest, der große Rest sind riesige Trolle und das Spiel wird langsam vor sich hinsterben. Sowas musst du eigentlich als Entwickler direkt rausmachen. Dass sowas gar nicht möglich ist. Ja? Dass du keine Möglichkeit hast, irgendwo noch die Leute ewig zu ködern und zu triggern. Sowas wie das hier muss direkt raus. Ich meine, warum auch so ein riesiger Bereich, wo die sich jetzt noch bewegen kann? Wenn da an der Grenze schon Ende ist. Ja, das war's. Das Spiel ist jetzt geblockt und ruiniert. Kannst du komplett vergessen. Neue Runde suchen. Aber das wird genau wieder das große Problem von dem Spiel sein. Sage ich euch jetzt, wie es ist. Genau das wird dieses Spiel am Ende zerstören. Oh, ich bin schon wieder der Koch. Okay. Ja, das wird es am Ende wieder sein. Leider immer das Problem solcher Spiele. Die haben ja auch einen riesen Namen. Ich meine, Texas Chainsaw Massacre ist schon eine fette IP, wo sehr, sehr viele Leute Fans sind. Das Problem ist nur, dass halt die Trolle und die Hater am Ende gewinnen. Und dann werden Leute immer öfters sagen, ja, spiele ich nicht mehr und so weiter und so fort. Und dann stirbt halt so ein Spiel langsam weg. Ich meine, Freitag wird vielleicht nicht mehr entwickelt wegen Lizenzgründen. Aber an sich hätte man wenigstens mal was gegen diese ganzen Cheater und Hack-Servern machen können. Weil an sich ist es immer noch ein geiles Spiel, was immer noch jede Menge Spaß macht. Aber ja, das gehört Trollen. Das ist das Verrückte daran. Es gehört Trollen, das Spiel. Die Trolle regieren. Ich muss sagen, ich finde auch, dass Freitag der 13. immer noch das Beste seiner Art ist. Alle schwören ja immer nur auf DBD, aber ich finde DBD, keine Ahnung. Da gibt es so wenig Möglichkeiten. DBD ist so festgefahren in ihrem Generatorenspiel, dass sie auch gar nichts anders machen können, weil sonst ihr Balance komplett am Arsch wäre. Die haben ja eh schon dauernd Balance-Probleme. Ich finde, in diesem asymmetrischen Multiplayer-Bereich gibt es so viele coole Sachen, die man machen kann. Aber leider ist halt auch wieder alles festgefroren. Und wenn da mal was Neues kommt, dann wird's halt von den Spielern zerstört. So, nächste Runde. Ich mag eigentlich alle. Ich finde auch Predator ist ein mega geiles Spiel gewesen.
County for a missing University of Texas student. The Sheriff's Department says Maria Flores, a native of Uvalde, was last. Also Predator habe ich super gerne gespielt. Es gibt ja auch zum Beispiel dieses Ghostbuster-Game noch, was kein Mensch gespielt hat, was komplett untergegangen ist, was ein riesen Flop war, obwohl es auch gar nicht schlecht war. Why am I always the one cleaning up these messes? I tell you what, goddamn kids. Die verdammten Kids immer, ne? Immer diese Kinder, ey. Das mache ich nur mit diesen Kindern. Die gehen mir voll auf die Nerven. Erstmal Blut holen. So, warte mal. So, hier zumachen. Butz. Ja, irgendwie ist das Blut anders. Mal so, ne? Ich finde die Lampe geil. Auch die Handlampe. Wo kann man sowas kaufen? Könnte ich mir gut in meinem Wohnzimmer vorstellen. So, machen wir hier mal noch ein Schloss hin. Könnte ich mir sehr gut in meinem Wohnzimmer vorstellen. Hand- und Knochenlampen. Na, guck mal, jetzt ist hier Blut. Blut für ein Opa. Was? Jetzt schon einer tot? Okay, heftig. Hello. Mach mal zu hier, immer diese Kinder. Ist das Ding jetzt verriegelt? Ja. Hör doch hier schon wieder jemand. Opi! Opi, ich hab Blut! Ich hab super viel Blut! Alle unten. Alle unten. Ah, der hat echt so ein Power-Hörgerät, ne? Der Mann hat ein Hörgerät. Da machst du nix. Irgendjemand erntet hier dauernd das ganze Blut weg. Wer ist denn hier so blutgierig? Mal hier zu. Die gute Kellerwärme. Hm. Niemand da.
Gib mir nochmal Blut. Nochmal einen schönen Großvater in Gefahr. No! Alter! Opa, nein! Wo sind die Kids? Ich kann sie nicht hören. Da draußen. Die Kids sind da draußen. Ich bin dabei, Jüngelchen. Wo ist er hin? In den Brunnen gesprungen oder was? Waren fertig. Alter, wie er da rumgeglitscht ist. Okay, nice. Einer weniger. Noch höre ich niemanden. Welcher Killer ich am besten finde? Der gute alte Leather. Der Mann mit der Lederlippe. Ist einfach der geilste. Ich bin mal gespannt, was sie da noch alles einbauen. Es gibt ja noch super viele Familienmitglieder. Ich hoffe, Matthew McConaughey bauen sie ein. Das wäre so geil. Das wäre so geil, wenn sie den einbauen würden. Wo seid ihr? Nochmal Blut. Dankeschön für 100 Bits. Mokka Edel. Du hier an dem wunderschönen Tag. War doch eben gerade jemand. What? So. Dann gebe ich immer hier Blut. That's it. Lecker, lecker, lecker. Wow, 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 wow. Yes! Eine gelöffelt. Jetzt beweg dich doch, alter Mann! Gott! Ein Rentner zu spielen ist echt hart. Wo ist die hin? Die ist weg. Irgendwo da oben höre ich sie. Ja, einen alten Mann zu spielen ist brutal. Nochmal Blut. Nochmal Blut. 31.
Ist jemand oben? Hier! Sei sie doch! Ich bin nur ein alter Mann! Oh Gott, die ist so viel schneller als ich. Aber ich bleib dran. Ja! Ich hab sie erwischt. Altmännerschlag, go! Komm schon, Jungs! Hier ist sie durch! Verdammt! Ich bin so alt! Sie muss irgendwo hier sein. Ein bisschen Blut holen. Ich werde Großvater stärken. Ich werde Großvater Blut geben. Okay, irgendwas geht da draußen. Ich stärke euch. Großvaters Macht, Mr. Wayne, Dankeschön. Dankeschön, Mr. Wayne. Da. Da unten! Wir sind unten! Was mache ich nur mit diesen Kindern? Irgendwo hier. Meine Senioren-Sinne haben ausgeschlagen. Ich bin alt. Und die ist super sportlich. Boah, die ist wieder weg. Oben. Wenn wir mal im Team spielen würden, ne, würden wir die auch kriegen. Ich bin leider nicht so der gute Jäger. Weil, wie gesagt, ich bin sehr alt. Oh, pff, sie ist hinter mir. Was zur Hölle? Leute! Ja! Hast du gesehen, Großvater? Ja, hast du, ne? Oh, ich bin voll mit Blut. Olga wurde hingerichtet. So, Olga, du blöde Sau.
Okay, die sind wohl da hinten. Leute. Mr. Wayne, dankeschön. Boah, wenn die jetzt noch entkommt, das wäre echt mies. Seniorensinne aktiviert. Nichts. Bam! Da ist sie! Mann, Leute, ich brauche Hilfe! Mach sie fertig, mein Junge! Los, Billy! Los, Billy, mach sie fertig! Oh, jetzt ist sie wieder in den Drecksbrunnen. Alter, das wird nochmal richtig ätzend, die fertig zu machen. Das Spiel bräuchte auch sowas wie einen Timer. Wo ist sie? Wo ist sie? Immer noch unten irgendwo im Keller? Ja. Immer noch im Keller, die Alte. Na, sie campt, sie bewegt sich nicht, da kann ich sie nicht hören. Dreck. Ich markiere sie halt, damit die anderen vielleicht reagieren. Boah, keine Ahnung, wo sie jetzt wieder hin ist. Sie ist halt so viel schneller als ich. Da ist sie! Meine ich, keine Chance. Die danzt uns gerade voll aus, weil die anderen nicht reagieren. Oh no, das ist auch wieder ein Spalt. Was meine ich? Ich kann jetzt immer wieder hin und her. Guck mal, wie weit die jetzt schon wieder weg ist. Okay, sie geht hoch. Und die anderen machen jetzt gar nichts, oder was?
Keine Ahnung, wo sie ist. Ich hole nochmal Blut. Gebe es ihm und dann haben wir alles. Aber die andere weiß einfach, wie es geht, ne? Oh, sie ist geflohen. Unglaublich. Unglaublich. Ich hab's versucht. Ich hab's versucht. Aber leider, der Typ ist dazu da, um die zu hören und zu markieren. Und um den Opa zu füttern. Der ist eher so ein Support, finde ich. Alright, Fallensteller Bill. Der Anhalter. Mannflash. Krawatte, Hut. Was für ein Name, Alter. Na, mal sehen, ob wir eine Runde hinbekommen. Bin mal gespannt. Was da alles so für Skins kommen und was sie halt alles aus den gesamten Filmen rausziehen können. Weil das Leveln hier, das scheint schon ziemlich umfangreich zu sein. Mit Perks und Executions. Da bin ich mal gespannt, ob da richtig schöne Brutale dabei sind. Weil im Moment kannst du halt gar nichts wählen. Oh, come on, Alter, wir brauchen Leatherface. Second Son, dankeschön für die 200 Bits. Ja, im Moment habe ich halt keine Skills. Im Moment kann ich halt nichts wählen. Im Moment ist halt alles sehr limitiert. So ist das eben. Ah, der Anhalter ist aber, glaube ich, ganz cool. Aber wie gesagt, ich habe keine Ahnung, wen sie da noch alles einbauen aus der Family. Gibt ja noch so viele. Ey, ich würde sofort Leatherface machen. Sofort. Hätte ich ultra Bock. Was hat das da oben zu bedeuten? Ich habe 00, 01, 02, 03, 04, 03, 09. Jetzt mach ready, Sohn. Mach einfach ready. Chat geht irgendwie auch nicht. Nee, Siege kann es nicht sein, weil ich habe ja auch einige Siege schon. Oh Gott, Junge!
Oh, warum bestehen solche Spiele nur aus Trollen? Ich versteh's nicht. Ich versteh's nicht. Da weißt du schon wieder Bescheid. Solche Spiele, ich wette, wenn ich jetzt den Voice-Chat anmache, es sind auch nur russische Kinder. Es spielen nur russische Kinder solche Spiele. Nee, ich mach den Chat hier nie an, weil immer das N-Wort gedroppt wird. Und ihr wisst, ich werde auf Twitch dafür, wieso auch immer, zur... Jo, geil. Und so kann man eine ganze Lobby zerstören. Warum machen Entwickler überhaupt sowas? Warum wird sowas überhaupt eingebaut? Die haben echt nichts aus Freitag gelernt. Gar nichts. Wirklich nichts. Ja, komm. Ja, aber habt mal immer 7 Leute am Start für so ein Spiel. Habt mal immer 7 Leute am Start. Oh, jetzt geht wieder einer raus. Ich weiß nicht, warum das so Trollspiele sind. Ich habe keine Ahnung. Aber ich sag euch, ich habe die ersten 2 Runden, wo ich das Spiel einfach nur so getestet habe, hatte ich den Voice Chat drin und es waren nur russische Kids. Ja, so ging die ganze Zeit der Chat. Und dann im Hintergrund total übersteuert. Irgendeine Musik. Furchtbar. Furchtbar. Ich denke mir immer so, warum? Das ist auch bei Freitag so. Warum spielen das nur kleine Kinder? Das ist ich weiß nicht. Ist das so ein Spiel, was nur Kinder gut finden? Mach doch ready, Alter. Ich bin ja froh, dass der Voice-Chat mal sich wirklich auch muten lässt. Weil bei Freitag ging das ja nicht richtig. Und wie oft du dann irgendwelche Dreckswörter gehört hast, ne? Freitag kannst du auf Twitch eigentlich voll vergessen. Da muss nur einer einmal das N-Wort sagen. Das muss jemand melden. Dann ist dein Stream gebannt, weil irgendein Arsch im Internet das gesagt hat und du dafür rein gar nichts kannst. Ey, ich kann verstehen, warum Kinder GTA, DBD und so weiter spielen, aber ich find's halt schockierend, dass es gefühlt fast nur Kinder spielen. Oder die Menschen, die Zeit haben, als Erwachsener sowas zu spielen, spielen halt dann wirklich nur in geschlossenen Runden. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich kann mich noch erinnern, damals auf Xbox 360-Zeiten, wenn du da in irgendeine Lobby reingekommen bist und hast nur gesagt, German, Deutsche,
dann hat jemand geschrieben, ja, ich bin Deutsch, oder hat gesagt, ja, ich bin Deutsch, ich bin auch Deutsch. Das waren immer korrekte, zu 95% waren das korrekte Leute, die ganz normal reden konnten. Die waren vielleicht nicht alle irgendwie 25, aber ich meine, auch ein 16-Jähriger ist ja in der Lage, sich ganz normal zu artikulieren, der normal sagen kann, ja, ich bin auch Deutscher, lass zusammenspielen. Ja, das kann man mit 16 Jahren oder mit 15 Jahren. Kann mir keiner erzählen, dass jeder 16-Jährige ein 5-Jähriger ist im Kopf. Und das meine ich einfach. Warum gibt es nicht einfach ganz normale Leute, die ganz normal spielen wollen? Das war bei Xbox 360 gang und gäbe. Da hatte ja jeder dieses geile Headset. Und wenn du da gefragt hast, yo, ist jemand Deutsch? Es waren wirklich so viele korrekte Leute dabei, die ich heute noch stellenweise kenne. Ich kenne heute noch Leute, die habe ich nur durch den Xbox Live Chat, durch Voice kennengelernt. County for a missing University of Texas student. The Sheriff's Department says Maria Flores, a native of Uvalde, was last seen. Ja, der Typ hat echt die Uhr ablaufen lassen. Wieso auch immer. Ich meine, guck mal. Da weißt du auch, es ist ein Kind. Kein erwachsener Mensch stellt sich doch hin, 10 Minuten, und guckt den Killer an und läuft auf und ab. Das macht doch kein erwachsener Mensch. Wer hat denn die Zeit dazu? Man ist doch froh, wenn man 1-2 Stunden am Tag zocken kann. Und die verschwendet man doch nicht mit sowas. Na gut, die Xbox-Zeit, das sind schon 15 Jahre bald, ne? Ajo, 2008 oder so war das doch die Hochphase. 2008, 2009, da habe ich richtig viel 360 gezockt. Assassin's Creed 2 und so. Gears of War. Bioshock. Ah, war das Leben noch gut. Da war das Leben noch gut. Ja, ich komme halt aus einer Zeit, wo das Internet noch richtig schön nerdy war. Wo noch nicht jeder Zugang zum Internet hatte und wo das alles noch irgendwie einfach viel schöner war. Klar gab es da auch Beleidigungen, aber nicht so, nicht so. Das garantiere ich euch. Früher war die größte Beleidigung, wenn du zu jemandem sagst, der hat doch an. Der hat doch an, der Typ. Na, früher war das irgendwie geiler im Internet. Ich will nicht sagen, früher war alles besser, aber das Internet war definitiv früher besser. Das kann ich euch garantieren, dass das Internet früher besser war. War da eben gerade jemand drin? Opi, der schläft noch, ne? Ja? What are y'all doing? Standing around taking pictures? Find him! Okay, jetzt ist der Opa wach. Jetzt will er Blut sehen. Jetzt will er Kinderblut. Kinderblut! Okay, die sind irgendwo oben, ne? Machen wir hier noch eine Falle hin. So. Warte mal.
war doch eben jemand, oder nicht? Oh, Doppelblut? Ordentlich Blut? Warte mal, kann ich die Tür hier wieder abschließen? Nee. Kann wohl nur der Alte, ne? Guck, guck! Er kann hier durch. Shaggy von Scooby-Doo. Er ist dünn, der alte Shaggy. Ha! Los, Opa! Alter! Schnapp sie dir, Opa! Immer diese Kids! Die einfach nicht zuhören! Schade, Mann. Es lief so gut. Das lief so gut. Shaggy hat gut zugestochen. Oh, die springt auch wieder in den Brunnen. Nee, tut sie nicht. Tut sie doch. Aber ich habe noch ein bisschen Blut abgenommen. Ein bisschen Blut tut immer gut. Ne? Okay, jemand von denen hier unten. Haben wir jede Menge Blut. Hier kannst du immer gut... Oh, Generator, nein! Na, hier ist kein Schloss. Okay, da hinten mördern die irgendeinen weg. Ich glaube, ich mache nochmal Opa fit. Ich hoffe, es hilft. Irgendjemand rennt hier rum. Lederbube! Oh, ey, dieser Mann mit seinen Türen zuschlagen. Voll unhöflich. Yes! Yes! Ha! Ha! Meine Falle! Ich hab gewusst, dass die gut ist. Alter, schöner Kill. Wie er sich freut. Heute Abend gibt's Scooby-Snacks. So, hier auch nochmal rein. Einer noch. Aber der Generator läuft. Die können entkommen. Ich weiß aber nicht. Ich habe hier noch nie Überlebender gespielt.
Nimm es zu. Opa. Okay, dann holen wir nochmal ein bisschen Blut. Blut für den Alten. Hier ist immer Doppelblut. Also bald ist der Opa Level 5. Dann haben wir ein Problem. Ich höre sie. Jo, hier. Oh, mach auf! Ja, sehr gut. Das war eine coole Runde. Das war eine coole Runde. Hatten aber auch ein gutes Team. Wenn die Ledernase am Ende tanzt, dann sind wir doch alle glücklich. Das ist es doch, was wir alle wollen. Dass er ein bisschen am Rumtanzen ist. Wir wollen ihn doch nur tanzen sehen. Ey, Leatherface ist eben jemand, der noch Freude im Leben empfindet. Und alles, was er dafür braucht, sind ein paar tote Teenager. Es ist doch nicht zu viel, oder? Oh, ich bin Leland. Der gute alte Leland. Leon S. Kennedy. Wie es mir heute geht, ich bin immer noch erkältet, wie man meine Stimme hört, und ich fühle mich immer noch schwach und durch einen Fleischwolf gedreht. The search continues in Huerto County for a missing University of Texas student. The Sheriff's Department says Maria Flores, a native of Uvalde, was last seen near the town of Newt. Her vehicle was recently discovered abandoned, with officials reporting no signs of foul play. Authorities are hopeful that the expanded search. Alter, die hat voll den Booty, ne? Die hat voll den Booty. Boah, Kopf über. Ich glaube, die haben immer noch alle keine richtigen Abilities oder so. Das ist so uneinsichtig. Weil hier unten ist immer dieses Türsymbol. Dann das geschlossene Türsymbol und das Ventil. Man hat halt wirklich gar keine Informationen. Man kann da nichts nachlesen oder mal sich Skills angucken in der Version. Oh oh. Oh oh. Und Dietrich. Oh oh. Na, jetzt weiß er, wo ich bin.
Alter, wo sind die anderen? Wo sind denn alle? Oh mein Gott. I gotta stay focused. Gotta get out of here. Wow, 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 Vorsicht! Okay, Opi ist wach. Alter, sind schon alle raus aus dem Keller. Ich bin der Letzte, der noch hier ist. Wo sind die raus? Jo, nee. Doch. Schwupps. Jo, Leute, was geht? Wollen wir Opa verprügeln? Ich hätte Bock drauf. Ich bin am Leben, ja. Der gute alte Leland. Schnauze, Huhn. Tschüss. Oh, no. No. Alter. Na, jetzt kämpfen die da. Ey, mies, Alter, mies. Ey, come on. Mies. Oh, komm schon. Yo. Alter. Alter, was geht denn mit denen? Die sind ja richtig aggro. Ich brauche Medizin. What? Ey, keine Chance. Alter, keine Chance. Yo. Warte, wir schauen noch zu. Zwei Leben noch, ne? Sie hat die Sicherung. Wenn sie da runterspringt, stirbt sie? Ja. Ihr geht's auf jeden Fall nicht gut, sagen wir es mal so. Alter, wie heftig war bitte schön die Family? Oh, hier ist Heilung. Wie kann man denn wechseln? Gar nicht. Iceman, Dankeschön für den Sub. Nee, nee, es leben noch zwei, oder? Ja. Zwei leben noch. Zwei leben noch.
Okay, ich glaube nicht, dass die entkommen kann. Oh Mann. Oh, wow, 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 wow. Alter, wie sie dodgt. Los, Conny. Du dodgendes Stück, du. Dodging Conny. Und sie geht wieder hier unten rein. Oh, Alter, gib dir noch einen mit. Stimmt, die haben drei getötet. Stimmt. Ich hab mich verguckt. Und sie ist zusammengebrochen. Das war eine super schnelle Runde. Das war eine übelst ekelhafte Runde. Oh yes! Nice. Endlich mal wieder Leatherface. Habe ich schon irgendwie Bock drauf. Da hätte ich dann doch irgendwie Bock drauf. Bisschen Abledergesichten. Die gehen direkt wieder raus. Nice. Gutes Team, gutes Team. Im Moment sind wir irgendwie nur Haus der Familie. Wann sind wir mal wieder im Schlachthof? Die Kettensäge wirkt so winzig, ne? Homelander. Alright. Null eins. Also ich hatte schon Runden, wo die Survivor wirklich in einer Minute weg waren. Wenn die Survivor im Team spielen, sind die krasser, als man denken mag. Also das Balance finde ich persönlich gar nicht so verkehrt. Na, wo bleibt er denn jetzt, der alte Mann? Ich will, dass die Runde hier entsteht. Ich will unbedingt die Kettensäge schwingen. The search continues in Huerto County for a missing University of Texas student. The Sheriff's Department says Maria Flores, a native of Uvalde, was last seen near the town of Newt. Ob es Spaß macht, so eine Kannibalenfamilie zu sein, ob das irgendwie witzig ist, Leute anlocken, umbringen, immer Angst haben, dass man erwischt wird. Kann man sowas mal ausprobieren? So ein Wochenende? Praktikum?
Alright. Da rasselt die Kettensäge. Na, schon mal ein bisschen was zerstören. Damit die weniger Spiel haben. Okay, da drüben ist Blut. Und hier sind sie ausgebrochen. Opi! Erstmal ein bisschen Saft. Look at this, da sind sie auf der anderen Seite. Ich mag auch, wie er durchtrampelt. Ist irgendwie cool. Abba. Nochmal Glück gehabt. Wo seid ihr? Okay, ich nehme nochmal Blut. Überhaupt noch irgendjemand hier unten? Oder sind alle weg? Okay, hier ist einer. Wer ist da hoch? Wo ist da jemand? Wo sind diese Kinder, hä? Die sind hier alle verdammt clever unterwegs. Ey, Opa! Geil, Mann. Wie jetzt Großvater in Gefahr? Hey! Ja! Putz! Ich will Blut für meinen Großvater! Großvater, ich hab dir Blut mitgebracht. Unten im Dorf gab's wieder Kinderblut. Kopf richtig machen, so. Die alte Geier. Gib ihm Blut. Unten. Irgendwo hier unten. Großvater ist wieder hungrig. Er will mehr Blut. Großvater will mehr Blut.
Okay, hier drüben. Irgendwo hier drüben. Ich zerleg hier alles. Ich zerleg meinen eigenen Keller. Da! Großvater, mein Blutbeutel ist voll. Geil, Mann. So, die Frage, wo ist der Letzte, ne? Gut. Geh noch mal hoch. Okay, wo ist der Letzte? Ist wieder einer, der fehlt. Großvater, hast du Hunger? Komm schon, Opa! Aha. Auch Punkte? Und 10 Punkte habe ich dafür bekommen. Okay, Blut nehmen gibt gar keine Punkte. Oh, hier hinten. No, die entkommt. Das Tor ist offen. Ah, die ist weg. Nein! Der war aber auch echt gut, der Dude. Der war echt gut. Aber hey, 2 getötet. Wann kommt wieder das Ringe-Game? Ich werde Gollum auf gar keinen Fall durchspielen. Das Game ist so Schmutz. Ich spiele das auf gar keinen Fall durch. Ich sage euch, wie es ist. Es guckt eh kein Mensch an. Wenn ihr wisst, wie das Spiel ist, wird das keiner gucken, außer vielleicht so die Standard 100 Leute, die sagen, ich gucke mir einfach alles an, was Keith Shaw macht. Die gibt es 100%. Aber glaubt mir, das Spiel ist Kacke ohne Ende. Ja, ich schaue alles an. Ja, da kommt schon wieder. Ich schaue alles an. Ja, aber die meisten werden das nicht angucken. Das garantiere ich euch. Also ich werde das nicht spielen.
Du findest DBD abwechslungsreicher? Kann ich nicht nachvollziehen, weil es ist ja auch noch nicht mal das fertige Spiel. Also das Spiel kann man noch nicht wirklich beurteilen, weil es nicht die finale Version ist. Steht auch hier unten. Unten steht's ja. Ja, los, mach ready. Alright. The search continues in Muerto County for a missing University of Texas student. The Sheriff's Department says Maria Flores, a native of Uvalde, was last seen near the town of Newt. Her vehicle was recently abandoned, with officials reporting no signs of foul play. Authorities are hopeful that the expanded search. Wer kennt sie nicht? Die gute alte Stadt Newt. Ach, dieses arme Mädchen, ne? Das muss immer wieder sterben. Diese arme Göre. Da. Und jetzt müsste eigentlich Leatherface direkt reagieren, weil der sieht das, soweit ich das weiß. Der sieht das, wenn ich eine markiere. Gibt's dafür Punkte? Jo. Lass mal ein bisschen Blut ernten. Ey, heute, ich bin oft der Koch. Ah, wieder eine. Na, es gibt Punkte. Immer markieren. Der alte Koch, der hört sie. Wie er geht, als hätte er sich in die Hose geschissen. So, Opa ist wach. So, hier mal zu. Ich sammle erstmal ein bisschen Blut. Oh, wow! Was mache ich nur mit diesen Kindern? Na Mann, das kriege ich die gar nicht. Nochmal hier, zack! Ha! Da freut sich jemand. Was mache ich nur mit diesen Kindern, hä? Ich peitsch dich! Du Göre! Oh, ich habe keine Ausdauer mehr. Großvater ist in Gefahr. Was geht ab? Ist doch meiner, ey.
Das Hühnchen, guck mal, wie es zuguckt, ist total in Rage. Ja, bring ihn um, pack, pack. Ja, auch noch ein bisschen Blut für Oppi. Ich habe auch noch ein bisschen Blut. Der wird heute gut gefüttert. Ist ein wohlgenährter Senior. Da heißt immer, die Senioren haben nichts zu essen. Nicht dieser hier. So ist das eben noch. Wie früher. Da kümmert sich die Familie. Okay, die sind alle unten. Oh, sie kommt direkt zu mir. Ist aber nice. Die ganze Family hinterher. Witzig. Ja, los, geh! Schwabel. Da ist sie. Komm zu Papa. Ha. Och nö. Kann's ja wohl nicht sein. Was? Ey, unglaublich. Wo ist die hin? Wo ist die hin? Ist die da wirklich geflohen? Ja, das letzte Opfer. Keine Ahnung, wo die ist. Ich habe keine Ohrenergie mehr. Alter, was geht hier für eine Party? Hier wird durch die Gegend getrampelt, ne? Die disconnecten, wenn sie tot sind oder geflohen sind. Nee, mein Blut reicht auf keinen Fall. Das ist zu wenig Blut. Nochmal hier Blut holen. Ey, wo sind die? Oder die letzte? Das wird reichen. Die letzte macht's wieder auf super ernst. Nur schleichen. Ist der oben oder unten?
It's too foggy. Unten. Der ist unten. Komm zu mir. Er ist bei mir, Leute. Aber ich bin alt. Holt ihn euch. Ist er jetzt schon wieder da? Das gibt es nicht. Ist er schon wieder runtergesprungen? Ist irgendwo wieder unten. Er ist wahrscheinlich wieder in den Brunnen gejumpt. Okay, warte mal. Dann gebe ich ihm erstmal wieder ein bisschen Blut. Alle stopfen Blut rein. Er ist unten. Er will unbedingt hier raus, ne? Da ist er. Können jetzt bitte alle mal kommen? Jetzt bewegt er sich nicht. Verdammt! Nochmal Blut holen. Ja, wenn er jetzt leise ist, höre ich ihn nicht. Ich mache ihm seine Wege kaputt. Wo sind die anderen? Wenn die jetzt mit mir arbeiten würden, ich könnte den immer wieder schön spotten. Hätten wir den schon, den Sack. Ha! Ha! Geil, Mann.
Dankeschön. Tanz für mich, Baby. Tanz. Tanz für deinen Daddy. Oh, bester Spieler, würde ich mal behaupten. Bester Spieler. Das war eine gute Runde. Eine sehr gute. Wichtigster Spieler. Spielst du auch mal Dead Island 2, bitte? Entschuldige, aber wo warst du in den letzten Wochen? Also hast du einmal auf den Kanal geguckt? Ich meine, da gibt es über 60 Videos. Also wieso sollte ich auch mal endlich Dead Island 2 spielen? Oh, Anna. Anna. Ich bin Anna. Anna macht Putzen. Da werden wieder Klischees bedient. Was kann die Fähigkeit hier von ihr? Ich weiß es nicht. Du kriegst ja keine Infos. Let's go. Oh my God. Schweinebarbecue. Bleibt mal in seiner Nähe. There's gotta be something I can use around here. Heilung. Oh, Dreck. Müssen wir hier lang? Und ich habe meinen Mate direkt verloren. Als ob. Aber nicht wegen mir. Eigentlich muss ich ja Licht ausmachen, weil, ne? Tarnung in den Schatten. It's locked. Ist hier irgendwo ein Dietrich? Ey, ich finde nur Heilung. Wait, what's that? Wait, what's that? Einer ist schon tot.
Wo ist denn Dietrich? Ups. Okay, was machen die anderen? Einer ist tot. Oi, 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 oi. Okay, er macht seine Fähigkeit. Lederbube. Alter, wer rennt hier rum? Fallen? Oh no! Oh no! Man muss zum Beispiel das Ventil finden oder die Sicherung finden und dann Generator oder eben Sicherungskasten reparieren. Das ist unter anderem eine Aufgabe. Irgendjemand wird da oben gemetzelt, oder? Ich höre Schreie. Ja, hier zum Beispiel. Sicherungskasten. Oben ist irgendwo ein Sicherungskasten. Na? Den musst du halt reparieren mit einer Sicherung. Da wird es ein Dietrich gewesen. Alter, der ist jetzt schon Level 2. Das Ventil ist meistens irgendwo oben. Wow! Er ist weg. Aber wie, aber wo, aber was? Er ist oben geflohen. Unten garantiert nicht. Oh Mann, wo war denn der Ausgang? Ich habe hier keine Orientierung, du. Ey, wo geht's hier raus? Wir hatten doch einen Ausgang. Wo war der? Der Generator läuft. Okay, das ist... Das ist dann oben. Das Tor ist offen. Oh, Exit.
Ob der noch so lange läuft, weil der geht doch wieder aus. In Gottes Namen. Was ist dieser Platz? Ja, da drüben ist der Ausgang. Da müssen wir hin. Oh nein, der Generator ist wieder aus. Mist! Ja, das war's. Da ist der Ausgang, aber nur wenn der Generator läuft. Shit. Oh nein, ich bin auch noch beim falschen Generator gelandet. Da ist kein Ventil dran. Ich bin sowas von tot. Ich bin sowas von tot. Das Problem ist, wie kriegst du jetzt den Generator nochmal zum Laufen, weil du müsstest ja dann auch wieder an so einem Ventil rumdrehen. Müsste die Sicherung finden. Hier müsste es eigentlich eine Zeit geben. Dass man nach einer gewissen Zeit irgendwie entkommen könnte. Wow, ich bin sowas von tot. Oh nein. Ich verblute. Nein! Geh weg! Als ob. Bam! Na, der freut sich ja richtig. Dass der Generator aus war, da gibt es anscheinend zwei Stück. Weil hätte ich da oben entkommen können. Wenn der Generator läuft, gehen diese Tore auf. Es gibt einmal einen Generator, den musst du mit so einer roten, mit so einem roten Ventil aufdrehen. Und dann gibt es einmal so einen Sicherungskasten. Wenn der Generator wieder ausgeht, kannst du aber auch wieder hingehen und ihn wieder anmachen. Das ist das Gute an der Sache. So, eine Runde geht noch. Morgen ist die Beta ja dann schon wieder weg. Dann kann man nicht mehr spielen. Dann kann man die nicht mehr spielen. Und dann sind wir alle traurig.
Schlachthaus als Leatherface. Oh, jetzt mach doch ready. Einer noch, komm schon. Ja, und dann kommt's im August raus, ne? Lange, lange Wartezeit. Ob da nochmal ein Playtest kommt, kann ich aber nicht sagen. Ich würde es cool finden. Search continues in Huerto County for a missing University of Texas student. The Sheriff's Department says Maria Flores, a native of Uvalde, was last seen near the town of Newt. Her vehicle was recently discovered abandoned, with officials reporting no signs of foul play. Authorities are hopeful that the expansion... Ja, guck mal, hier ist ein guter Tipp. Du hast ein verstecktes Opfer entdeckt. Es ist besser, Verstärkung anzufordern, als es sofort aufzuscheuchen. Wenn man schön in Kommunikation zu dritt spielt, ist mal halt richtig geil unterwegs. Da steht er, der gute Mann. Der gute Mann Leder. Alright. Let's go. Oh, Opa ist schon wach? Okay, das geht ein bisschen zu schnell, hä? Huh? Gibt's dafür Punkte? Yo, dafür gibt's wirklich Punkte. Einmal zerstört, immer zerstört. Eigentlich die Sachen, die die Family aufgestellt hat, behindert die Family. Okay, wo sind die? Niemand hier. Leatherface, einsam und verlassener. What? What? Alter, die haben das schon aufgemacht. Wie krass ist das denn bitte? Das bedeutet, die sind schon oben? Unangenehm. Äußerst unangenehm. Ja gut, dann können wir auch raus. Wer war das?
Warte mal, hier zerstören wir. Alter, die ziehen uns ab. Wo sind die denn? Die haben so viele Punkte. Opa ist nicht mal ansatzweise gefüttert. Ey, die werden uns so vernichten. Hier ist auch niemand. Opi, hörst du welche? Rennt hier rum. War da jemand? Ey, das hatte ich auch noch nie. Dass ich noch nie, dass ich gar niemanden sehe. Wir müssen Opa irgendwie stärken. Reicht das? Jo. Okay, einer ist hier unten. Einer ist hier unten. Wo ist der Sicherungskasten? Ist halt alles random, ne? Ich kenne die Spots halt auch gar nicht. Alles klar, hier ist der Sicherungskasten. Der Kasten ist für Ausgang unten. Oh, hier ist das Ventil. Alter, hier ist alles. Ist jemand? Okay, da ist irgendjemand am Rumrennen. Der ist hier durch. Maybe. Aber keine Ahnung wohin. Was? Wie? Was? Alter, ich sag ja, die sind ultra unterwegs. Sind die alle da hinten geflohen? Boah, unglaublich. Da hinten ist doch zu. Okay, wo sind die rausgekommen? Sicherungskasten war es nicht. Hier war es nicht. Also, gibt es irgendwo noch einen Ausgang?
Man kriegt von denen halt gar nichts mit, ne? Alter, ich habe keine Ahnung, wo die sind. Wenn du nur Stealth spielst, ist die Family blind. Keine Ahnung, wo die sind. Aber sind die oben? Sind die unten? Wo ist denn eigentlich der andere Dude? Können ja eigentlich nur unten sein. Weil hier oben ist niemand. Sind in irgendwelchen Kühlboxen? What? Oh, da war einer! Ich bin dran! Erwischt! Ja! Oh, wenigstens noch ein Gnadenkill! Oh Mann, ey! Ja, die anderen sind alle weg. Wo sind die denn raus? Noch einen Gnadenkill geholt. So. Gut, das war's mit The Texas Chainsaw Massacre. Ich bin gespannt. Ich bin wirklich gespannt aufs fertige Spiel. Soll ja irgendwann im August kommen. Ich bedanke mich fürs Zusehen, bewerten, kommentieren. Ich hoffe, ihr habt einen Eindruck von dem Spiel bekommen. Ist halt auch erstmal nur der Playtest. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und tschüss.